Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 3 von Gravity Heroes. Ich habe wie versprochen in der letzten Folge einmal einen anderen Charakter ausgewählt und zwar Abel. Mal schauen, ob sich da irgendwas ändert. Die eventuell einfach eine andere Waffe am Anfang haben oder sonst coole Fähigkeiten. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Letzte Folge lief ganz gut, sind wir mit nur einem Tod durchgekommen, haben einen Holodrive bekommen. Also auf zum nächsten Holodrive. Sieht hier alles so ein bisschen unterirdisch nach Höhle aus. Was haben wir jetzt für schöne Gegner? Die Farbe von den Schüssen ist auf jeden Fall anders. Ach nein. Oh, na klar. Okay. Das muss man erstmal wissen. Verschwindet doch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das immer schwerer wird. Also, sollte ja auch so sein. Aber es macht mir etwas Angst. Was macht er? Geh weg. Komm schon, den. Ach, bitte, den einen hätte ich ganz gerne noch tot. Yep. Nein, doch nicht. Ein Leben hat er noch. Also einen minimalen Lebensbalken. Los. Gib mir ein geiles Item, mein Freund. So, jetzt kriegen wir ihn. Na, dreh dich doch. So sollte es nicht laufen. Aber da haben wir ihn. Eine Überlebenskapsel. Weiß nicht, ob das so ein gutes Omen ist, wenn das gleich in der ersten Map kommt. Wir sind zum Glück relativ langsam. Also ich hätte es mir schwerer vorgestellt. Der Move, den die machen, ist zwar halt etwas unschön mit den Kristallen, aber naja. Was das mit diesem Schuh da oben so auf sich hat, habe ich auch noch nicht verstanden. Ach shit, voll reingeflogen. Na komm. Boah, jetzt noch dieses Drecksfeuer. Na, jetzt habe ich ihn. Und eine coole Waffe haben wir. Wir setzen den jetzt mal ein. Nicht, ob jetzt bloß der Boden, der gerade kaputt gegangen ist, dadurch passiert ist, kann ich mir aber kaum vorstellen. Höher springen können wir auch nicht. Naja. Kriegen wir bestimmt alles mit der Zeit noch raus. Nein, nein. Und die fliegen jetzt alle nach oben. Ja. Ach, ich bin doch. Oh, das hätte schon mal klappen können. Ja. Nein, nein. Ach, wie sollen wir denn da so schnell ausweichen? Ja, zum Glück haben wir die Überlebenskapsel gehabt. Schnell die Rüstung angelegt und auf zum nächsten. Ich hoffe doch sehr, dass der Endboss nicht auch anfängt mit so einem Umgebungseffekten-Zeugs. Bin ich nämlich gar kein Freund von. Oh ja, Raketenwerfer. Na. So ein bisschen zielsuchend sind die nicht viel, aber ein klein wenig zum Gegner gehen sie dann doch. Da oben haben wir den anderen Schuh. Ist glaube ich nicht derselbe wie gerade eben. Wir setzen einmal ein. Jetzt haben wir. Gut, jetzt ist er auf jeden Fall schneller. Wir können auch höher springen. Ach, hab ich diese Dinger vermisst. Was ist denn das? Ich glaube, wir müssen den Kopf treffen. Das kann ja noch spannend werden. Das Leben oben sacken wir uns schnell noch ein. Ist das cooles? Ist das eine Waffe? Nee. Ach Mist. Ich glaube, wir sind gerade voll mit Items, ne? Ja. Treffen wir ihn am besten. Ich warte einfach mal hier auf ihn. Dann gibt es ja Dauerfeuer drauf, aber die halten halt auch eine ganze Menge aus. Da kann man auch den Schwanz abschießen? Scheint so. Mal auf den Schwanz.
bin zum Glück relativ unspektakulär, was Angriffe angeht. Ach komm. Aber meine besten Freunde werden es auch nicht. Was hatte ich denn hier jetzt einstecken? Ist das die... Ne, was ist das? Ah, cool. Wir können selber so eine Kanone setzen. Da verliert mit der Zeit Leben, wenn ich es richtig sehe. Nein. Leider ein bisschen ungünstig gesetzt. Halbes Leben ist schon vorbei. Man hat noch nicht einen Schuss feuern können. Dann sacken wir uns schnell hier oben das Leben ein. Nächste Welle kommt. Wir haben die anderen leider noch nicht besiegt. Aber wir können das auch kaputt machen. Ach Mist. Oh oh, was macht's? Was macht's? Nein, geht weg. Ach, diese scheiß Stacheln. Die wären wirklich nicht meine Freunde. Aber wir haben eine mega geile Waffe. Ah, ich wollte über ihn drüber. Hat er leider nicht zugelassen. Aber ansonsten bis jetzt doch noch recht gutes Durchkommen. Raketenwerfer. Halt sehr schwierig, den da oben zu treffen. Wir können halt nur so machen. An die Seite gehen, aber er war ja ein Stück versetzt. Hält doch ganz schön lange hier die erste Karte. Ah, du sollst ihn treffen. Aber weiß nicht, was es mit dem Kristall hier auf sich hat. Wir können ihn auf jeden Fall auch abschießen. Okay, ist einfach nur weg. Ach shit, jetzt habe ich gerade richtig verkackt. Halt wirklich nur mal so einen kurzen Moment, wo man die mal ordentlich abballern kann. War das Granate hier? Ja. Gut, wir haben sie anscheinend besiegt. Granate war wohl doch sehr, sehr hilfreich. Stage 2? Jawohl. Wir haben es geschafft. Und es geht weiter. Synthetic Colony. Also wirklich einen großen Unterschied des Charakters habe ich jetzt nicht bemerkt. Halt natürlich einerseits ein bisschen die Farbe, aber ansonsten nehmen die sich, glaube ich, nicht viel. Ich guck mal, dass ich mich nach der Folge nochmal etwas informiere. Aber allzu viel zu lesen gibt es leider noch nicht. Gott, bin hier irgendwie ganz schön in der Zwickmühle. Oh, was ist denn das für ein Ding? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen die Dinger kaputt machen, sonst haben wir gar... Nein, warum sind wir so langsam? Jetzt geht's wieder. Okay, er setzt irgendwelche Raupen, Würmer, was auch immer. Ah, wir können die Kristalle abschießen. Vielleicht ist das der Weg, den wir gehen sollten. Ich möchte diese komischen Raupen nicht. Die sind bestimmt böse. Okay, die sind recht schnell kaputt, aber dafür sind es halt auch 1 Million. Wir müssen auf jeden Fall den da kaputt machen. Aber so viel Leben hat er nicht. Komm schon, komm schon. Haben wir? Ah, wir treffen die ja gar nicht. Ja, oder so. Einfach drüber gerannt. Müssen wir mal gucken, wir müssen... Geht das mit Schießen kaputt? Ja. Ja, definitiv mal aufmachen. Oh ja, das Ding ist jetzt Gold wert. Schieß, mein Freund, schieß. Das macht irgendwie nichts. Mir gerade noch nicht so ganz sicher, wo wir jetzt am besten hingehen. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier in der Ecke und schießen einfach wie wild nach oben. Gott, jetzt kriegt er noch so eine Laser oder was? Was ist denn hier los?
Komm, kleine Raupe. Danke. Sieht uns das was ab, wenn wir drauf treten? Man erkennt es leider nicht so gut. Wäre mal interessant zu wissen. Jetzt kommt wieder so ein Teil von vorhin. Aber er ist gerade einfach verschwunden. Warum, weiß ich nicht. Ah, der Raketenwerfer, der fetzt natürlich rein ohne Ende. Geh weg, geh weg. Nein, ich hab nicht getroffen. Der nimmt uns hier voll die Bewegungsfreiheit. Komm schon, geh weg. Überlebenskapsel oder was ist das? Sieht so groß aus diesmal. War die schon immer so groß? Gut, wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder hier rüber. Trifft besser, trifft besser. Ah, das hat ordentlich Schaden zugefügt. Nein, wechsel doch nicht die Richtung. Jetzt aber. Jawohl. Was gibt er uns Schönes? Leben nehmen wir natürlich mit. Na, jetzt aber. Ich werf's gleich mal rein, macht der E-Plus so ein halbes Ding voll. Achso, ich kann auch einfach hier so dranbleiben, dann geht das von alleine kaputt, wenn nicht gerade ein Gegner kommt. Also etwas langsamer jetzt die Runden durch die Gegner, aber dafür ein bisschen taktvoller. Oder man muss taktischer rangehen, besser gesagt. Zack. Hallo. Ja, aber ich möchte, solange das Gelbe ist, möchte ich den gerne abschießen, weil wir machen anscheinend wirklich mehr Schaden mit der Waffe. Zumindest kam es mir jetzt so vor. Dann nutzen wir das natürlich mal. Überlebenskapsel haben wir ja noch. Der ist wieder verschwunden. Weiß nicht, ob das so Absicht ist oder ob das buggt. Den haben wir auch gleich tot. Na komm, ach. Das hätte nicht noch sein müssen. Ja. Lasst mir doch noch mehr Platz. Ach Gott. Was soll ich machen? Aber wir schlagen uns ganz gut, würde ich sagen. Ach, Double Jump. Jetzt stand's da. Ah. Probieren wir gleich mal. Das ist aber das andere. Das ist nicht das, was uns so gelb umrandet. Achso, wir müssen es natürlich erst auswählen. Ah, und dann können wir doppelt springen. Okay, man muss einfach kurz daran stehen bleiben, dann kann man es lesen. Man lernt halt nie aus. Ist gar nicht so unpraktisch. Nehmen wir noch die andere Waffe mit. Granate haben wir auch noch. Würde ich eigentlich am liebsten auf hier so ein längliches Bohrerteil-Dings da werfen, wie auch immer. Ja, so geht's auch. Nein, ich will Flummikanone wieder. Wir müssen wirklich mal ein bisschen hier gucken, dass hier ein paar Gegner weniger werden. Langsam wird's mir zu voll auf der Karte. Gerade diese länglichen Teile. Die nerven dann doch ganz schön an. So, Schrotflinte in die Hand, wenn er gerade so nah ist. Zack. Wir wechseln wieder zur Bounce Gun. Jetzt erstmal voll Angriff auf den Typen. Hat zwar ordentlich Leben gekostet, aber wir haben da unten noch. Ah, wir haben da unten noch eine Rüstung liegen. Nur nach unten geguckt zur Rüstung und der ist automatisch nach unten gegangen. Augenerkennung und so. Ah, verdammt. Na gut, jetzt direkt die Rüstung. Warten erstmal, bis er weg ist. Dann gibt es noch eine auf dem Schwanz. Und die Rüstung ist eingesackt. Was haben wir hier? Laserwaffe. Jawohl. Ist aber auch schwer zu treffen dann. Und die Richtungswechsel gefallen mir gar nicht. Und sie direkt wieder rausprogrammieren.
Komm. Ach, wir haben den doch fast. Jetzt noch ein bisschen ein paar auf den Schwanz und dann müsste er doch tot sein. Komm schon, wann kommt das Scheißding? Jetzt. Ja, den haben wir. Den haben wir auch. Da oben ist noch dieses komische Teil, aber ich würde den erstmal dort eingesperrt lassen. Die Raupen stören mich jetzt nicht so dolle. Dann würde ich mich lieber erstmal um den anderen Typen kümmern. Was hast du Schönes für mich? Was Cooles. Ach, noch so ein Ding. Erkenne ich irgendwie nie. Jawohl, und Dauerfeuer drauf. Wenn wir jetzt alle hier nochmal auf den Schwanz schießen, dann haben wir es doch. Jawohl. Dann haben wir die beseitigt. Jetzt können wir mal darüber gehen. Wenn ich ganz so alleine sind hier. Zack. Aber wenn die uns treffen, dann sind wir so richtig gelähmt. Komm. Haben wir auch. Stark. Gott, viel zu viele Raupen. Ich weiß nicht, ob ich die geile Waffe gerade wegen den Raupen verschwenden will. Eigentlich nicht so geil. Ah, na, Mensch. Wir müssen es doch bald haben. Sehr viele Gegner kommen nicht nach, oder müssen wir wirklich erst alle Raupen noch eliminieren, bevor wir die Stage geschafft haben? Das kann natürlich auch sein. Dann gibt es einfach mal Dauerfeuer hier drauf. Ah nein, hier unten ist noch der. Ach. Das war so nicht geplant. Aber ich finde, mit dem Movement und allem drum und dran machen wir uns doch eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, ich muss die Items noch ein bisschen mehr einsetzen. Ich lasse doch immer noch recht viel liegen. Ah, mit deinem scheiß Laser kannst du... Ach, komm schon. Nein. Na gut, so ging's. Hey, zieht halt mächtig ab, ne? Jetzt die Frage, ob die Viecher immer wieder kommen, bevor nicht alle Raupen weg sind. Machen uns jetzt erstmal hier auf, die ganzen Raupen zu vernichten. Dass sich das Level hier endlos zieht. Können wir die denn einfach zertreten oder tut's weh? Ich kann es nicht so ganz deuten. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Aber es tut nicht weh, ne? Und wenn, dann so wenig, dass es mich nicht stört. Also rennen wir einfach mal durch. Wie ein Lurch. Komm. Weg mit dir da oben. Rüstung wollte ich gar nicht mitnehmen, ist jetzt einfach so passiert. Ach, diese doofen Wände. Komm schon. Es wird nicht weniger hier unten. Und oben auch nicht. Wieder der nächste. Ja, wir müssen wirklich alle Raupen tot kriegen. Aber ich weiß nicht, warum unsere Kanone hier nicht auf die Raupen ballert. Bin etwas enttäuscht von meiner Unterstützung. Es werden schon weniger, aber ich weiß nicht, produziert der selber neue? Müssen wir den schnellstmöglich besiegen? Na komm. Halt gerade vielleicht etwas overpowered mit der Waffe gegen die Raupen. Komm schon, geh kaputt. Die Explosion könnte ruhig mal durch die Mauer reichen, aber macht sie leider nicht. So, zack. Werden nicht weniger, habe ich das Gefühl.
Weiß nicht, ob wir die am Anfang schon hätten gleich alle vernichten müssen. Wir uns jetzt wirklich zu lange darauf ausgeruht haben, dass die uns nicht viel ankönnen. Jetzt kommt der nächste oben. Na komm. So, Raupis, jetzt aber. Hey, unsere Kanone hat mal geschossen. Was war denn da los? Aus dem Winterschlaf erwacht? Müssen ja eigentlich nur alle Wände mal schnell abrennen. Aber schnell ist halt auch immer relativ. Kommt schon, wir haben es doch fast aus. Es wären immer mehr. Noch so eine Kanone hinstellen. Diesmal habe ich sie erkannt. Und jetzt feuer hier mal auf die Raupen. So wirklich Bock hat die nicht, ne? Automatische Kanone bei Wish bestellt, kommt sowas raus. Oh, hier drüben haben wir sie alle. Jetzt bloß noch die Seite hier. Komm. Zack, zack, zack. Wir haben es doch fast. Und die letzte. Nein, da drüben sind wieder welche. Mann, wo kommt denn hier alle her? Komm schnell rüber. Mach, wo die sich wieder noch mehr vermehren hier. Und zack. Jetzt haben wir es geschafft. Tut mir leid, dass so lange gedauert hat. Aber so schnell, wie die sich vermehrt haben. Dauert es nun mal einen Moment. Die Folgen werden jetzt halt dementsprechend immer ein bisschen länger. Die letzte ging ja schon über eine halbe Stunde. Wir stehen jetzt auch schon bei über 20 Minuten. Aber ich möchte jetzt auch nicht unterteilen die Folgen, sondern immer eine Stage. So eine Level, eine Karte. Pro Folge machen. Ansonsten fände ich das ein bisschen doof. Und auch für diejenigen, die sich vielleicht bloß mal ein Level angucken wollen, weil sie da nicht weiterkommen oder... Was auch immer, ist das dann schöner, wenn eine Folge immer eine Karte ist. So, schon wieder ein Rätsel. Jetzt leuchten die unten. Man sollte sich den englischen Text vielleicht doch durchlesen, ne? Das ist grün. Das ist grün. Warum ist es jetzt grün? 1, 2... 3. Das Blau. Das in der Geschwindigkeit drücken, wie er mit das... Also, ah, okay. Also erst das. Die Frage, ob es nach Geschwindigkeit geht. Achso, ja, dieser Balken in dem Dings läuft ab. Die beiden haben wir. Den hier oben jetzt noch. Nee. Den wieder. Den. Nee, auch nicht. Doch. Den. Ja, was ist denn unten? Ich verstehe es nicht. Ich mag keine Rätsel. Ja, aber unten ist halt nichts. Oben auch nicht. Zeigt den an. Obwohl, das sind ja aber auch 2, 4, 6 Punkte. Und wir haben auch 6 so eine Teile. Also eigentlich ist es nicht verkehrt. Oben links ist... Ah, Mist. Links ist hier. Die Farben irritieren mich halt ein bisschen. Oben läuft jetzt ab und sobald das weg ist, leuchtet gar keins mehr. Fang jetzt mal mit dem an. Sagt er uns oben rechts, das heißt das. Dann sagt er uns unten. Unten müsste ja, wenn dann eigentlich das sein. Jetzt geht's wieder nach oben rechts. Sobald wir hier drauf gehen, geht das andere aus. Ich glaube, das ist nicht der Plan. Hier? Auch nicht.
Wenn der vielleicht das. Das. Hier. Ich glaube, wir gehen das völlig falsch an. Versteht ihr, was der will von mir? Ich kapiere es nicht. Nö, irgendwie geht das Ganze die ganze Zeit wieder von vorne los. Ach Mensch, was müssen wir denn hier machen? Lasst mich mal in Ruhe drüber nachdenken. Wir haben 2, 4, 6 so eine Leuchtpunkte und wir haben auch 6 von diesen Dingern. So lange drauf stehen bleiben, bis es ausgeht, macht keinen Sinn. Weil wenn, dann ist es ja dafür gedacht, dass wir das in einer bestimmten Zeit schaffen. Er sagt mir jedes Mal wieder das und dann unten. Dann geht er aufs oben links. Also hier ändert sich auf jeden Fall schon mal was. Und dann geht er auf das rechts. Dann geht er hier auf das links. Dann geht's wieder von vorne los. Wenn wir 2 haben, wird's blau. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wir sollen vielleicht... Jetzt haben wir schon 3. Nee. Also fangen wir nochmal an. Das. Das. Und das hier drüben hat er uns zusammen ab... Hä? Das hat er uns doch gerade zusammen abgenommen. Okay, erst unten, dann das, dann das. Dann nehmen wir das. Dann das. Ah ja, okay. Hat überhaupt gar nichts mit der Richtung zu tun in diesem Ding da drin. Man muss es einfach nur ausprobieren. Hätte man eventuell schneller drauf kommen können. Synthetic Colony Boss Stage. Nur kurze Info, ich habe hier einen Schnitt gesetzt, weil ich bin jetzt schon 4 oder 5 Mal gegen die Typen gestorben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das schaffen sollen. Jetzt sind nämlich 2, einmal Terra Eis und gleich kommt sein Zwilling noch. Den ihr dann gleich sehen werdet. Ich muss sagen, es gab ein paar Runden, die liefen echt gut und die waren auch fast beide tot, aber die fangen dann an, so doofe Moves zu machen. Und wir sind halt extrem darauf angewiesen, was unser Kumpel... für Items vorbeibringt. Weil wenn er dann 3, 4 Mal hintereinander bloß eine Waffe bringt und kein Leben, dann keine Chance. Da ist sein Zwilling. Feuer, wer hätte es gedacht? Wir dürfen die beiden halt nicht berühren. Bei Feuer fangen wir an zu brennen. Bei Eis werden wir extrem langsam. Ach Mist. Und 2 Mal. Und wir sind brennend und voller Eis und können uns kaum noch bewegen. Cool. Ja, richtig schlechter Start. Und die Granate, komm, die hätte schon mal treffen können. Die normale Waffe zieht halt kaum ab, also wir brauchen unbedingt entweder diese Laserwaffe hier oder... Ich nenne sie mal Laserwaffe, ist glaube ich eine Machine Gun. Oder Schrotflinte. Das ist wirklich gegen die beiden am besten. Dieser Sprungstiefel bringt gar nichts. Also ich mag den einfach nicht. Ach Mist. Ja. Und Dauerfeuer drauf. Los. Ah, ihr seht es oben. Selbst die Laserwaffe, die eigentlich schon geil ist. Selbst die. Also das Effektivste ist tatsächlich hier die Schrotflinte. Macht wirklich am meisten Schaden. Und wir brennen immer noch. Das dauert echt ewig lange an mit dem Brennen. Oh, jetzt heilen sich die beiden. Können sie nämlich auch noch. Reicht ja nicht, dass es schon so schwer genug sind. Und jetzt fängt es nämlich an, eklig zu werden. Die nehmen uns die Ecken. Damit wird zum Ecken schwerer. Und jetzt fangen die halt immer an, noch so ein blaues Teil runterzuwerfen, was hier splittert und einmal durch die ganze Map fliegt.
Das ist das Teil, was mir früher oder später meistens den Tod beschert. Oh geil, die Uzi zieht auch ordentlich ab. Komm schon. Eistyp ist fast tot. Also, na, fast ist relativ, aber... Sieht schon ganz gut aus. Und sie heilen sich. Geil. Aber wie schnell halt auch und wie viel, ne? Das ist halt wirklich jenseits von Gut und Böse. Und wenn der uns nicht gleich mal ein bisschen Leben gibt, sondern wieder bloß eine Waffe oder Granate, haben wir verloren. Nein, Leben. Danke. Ah. Brauchen die andere Waffe da hinten. Schnell her damit. Was war's denn? Ah, war bloß noch ein Schuss drin oder so. Cool. Heilen die sich schon wieder? Nee. Und jetzt kapseln die nämlich ihre Teile ab und die gehen hier volle Kanne auf uns drauf und jetzt kommt nämlich der Scheiß und hier sterbe ich immer. Oh Gott, weil einfach überall in dem ganzen Spiel... Oh, wir haben eine Rüstung bekommen, das gab es noch nie. Ich weiß, ich stelle mich vielleicht auch doof an. Aber ihr seht's, ich bin vereist, ich kann überhaupt nicht reagieren. Und egal in welche Ecke ich springe, es ist überall irgendwas los, was mir wehtut. Und die Rüstung ist weg, geil. Man schafft es ja ab und zu mal diesen blauen Dingern auszuweichen, wenn sie halt nicht direkt neben einem landen, dann geht es noch. Man sollte auch hier wahrscheinlich idealerweise der anderen Seite sein, wo die explodieren. Hat man wieder mehr Zeit auszuweichen, eine ähnliche Taktik wie bei dem ersten Gegner. Feuertyp ist fast kaputt. Wir haben Leben, das nehmen wir. Raketenwerfer auch und die heilen sich wieder, ne? Und jetzt kann ich den wohl gar... Doch, Schaden kriegen sie. Komm schon, aber wir könnten es schaffen. Mach diesen Feuertyp kaputt. Ja, er hat's doch fast. Komm, ich erlöse dich von deinem Leid. Jetzt, wir haben ihn. Cool, so weit war ich noch nie. Können wir ihn auch abballern? Nö. Wir müssen den anderen abschießen. Und jetzt volle Konzentration. Wohin soll ich ausweichen? Oh, gib mir noch ein Leben, Rüstung, irgendwas. Ah, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Er ist nur noch alleine. Die Freude ist groß, das Herz schlägt 400 Mal in der Sekunde. Jetzt können sie sich auch nicht mehr heilen. Dauerfeuer. Ich glaube, wir haben es geschafft. Es sieht sehr gut aus. Ach, was für Erleichterung. Hey. Obwohl es eigentlich relativ schlecht losging, die Runde. Haben wir es dann doch noch hingekriegt. Wie gesagt, einmal Rüstung bekommen habe ich in den ganzen 4-5 Versuchen, die ich hatte, nicht bekommen. Dann sieht das schon um einiges cooler aus. Und dann noch der Raketenwerfer, der natürlich ordentlich reingefeuert hat. Und da haben wir ein neues. Ist das jetzt auch ein Holotrife? Bin mir nicht ganz sicher. Ah, wir haben es geschafft. Ich bin sehr, sehr froh. Wie gesagt, ich schneide die Tode raus, weil ich bin jetzt gerade bei einer Stunde und 2 Minuten. Und das ist einfach ein bisschen zu viel für eine Folge. Deswegen, im ersten musste ich schneiden, im zweiten nicht, im dritten wieder. Wenn es so weitergeht, ist das doch ganz in Ordnung. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.